Was knistert denn hier so? Hast du wieder einen Schlüpper an? Nicht. Wir haben auf jeden Fall eine Challenge bekommen, aber mir ist das Wort, ich habe das Wort vergessen, was wir sagen müssen. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Die Chubby Bunny Challenge ist das heute. Entschuldigung, wenn wir so knistern. Das ist mein Erwachsenenwindel heute. Das ist dies hier. Marshmallows, Mäusespeck oder wie auch immer. Den müssen wir uns jetzt reinziehen. Und der Rumpel hat uns eine Challenge für heute wieder aufgetragen, damit wir hier auch mal ein bisschen Spaß reinbringen. Wir müssen uns, also wir müssen dann aber zählen, wie viel jeder reinsteckt. Ne? Genau, ihr nehmt jetzt einfach mit. Ich zähle mit dann. Okay, also wir müssen uns so viele Marshmallows von wie möglich in den Mund stecken. Ja, und dann müssen wir Chubby Bunny sagen. Mit so vielen Marshmallows wie möglich. Arschmallows. Die Frage ist, machen wir einzeln oder machen wir parallel? Weil parallel zählen. Okay. Aber komm. Wie willst du parallel zählen? Ja, ich zähle. Immer eins und dann zwei und dann drei. Ach du Scheiße. Du hast natürlich die größere Fresse. Ja, natürlich. Aber dafür bist du ja geübt mit Kiefer ausrenken beim Rastplatz. So, auf jeden Fall. Nein, 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 Übung. Auf jeden Fall. So, warte. Oh. Kieferdehnung. Okay. Ich bin bereit, du auch? Ja, ich bin bereit und ich. Ja, ja, die sagen alle, Erik wird gewinnen, weil der hat den größeren Mund. Die größere. Stimmt doch gar nicht. Nur weil ich einen Bauch habe, Alter. Ihr seid voll diskriminierend. Okay, wer wird gewinnen? Schreibt es in die Kommentare. Wer wird die meisten Marshmallows reinkriegen und dann Chubby Bunny sagen können? Ich gucke gerade. Ich mag das eigentlich echt zum Ausdruck. Lady Grey sagt gerade, sich was in den Mund stecken, da kennen sie sich ja aus. Ja, ist ziemlich gesplittet. Wir sprechen uns Sarah Zack, das ist wahrscheinlich Sarah die Freundin von dem ProSieben-Twitterer. Also gut, komm, erster geht jetzt im Mund. Eins, zwei, go. Eins. Nee, nicht kauen. Nicht kauen. Nicht. Nee, nicht kauen. Ich kau den noch nicht. Nächster, zwei. Drei. So, hörst du denn auch in die eine Backe schon zu? Ja, natürlich. Das ist wie Tampons, Alter. Das kannst du nicht, das geht nicht. Next. Nicht next, kauen. Next. Nee, ich muss den irgendwie reinschieben. Next. Drei. Vier. Du musst den auch drin. Hör auf. Du guck nicht, wenn ich mir die reinstecke, Alter. Wie kriegst du denn deine Socke? Wieso lachst du so, Rumpel? Ich bin schon Limit fast. Kriegst du noch mehr in die Backe? Scheiße! Voll verlochen! Alter, meine Wange spannt wie Sau. Oh! Warum hat mir so eine Scheiße angemacht? Ist das krass? Acht. Wenn nicht mehr können, müsst ihr sagen, ne? Das ist vergessen. 9. Zehn. Das ist ja Schummeln. Du musst ja ganz rein. Sag mal, Chubby Bunny. Jetzt Erik. Ja, gut. Ja, 10. Kannst du noch? Nicht schlecht, Respekt. Aber deine Augen treten schon ein bisschen hervor. Okay, next. 11. Kannst du mal Chubby Bunny sagen, Erik? Ich kann's noch. Chubby Bunny! Chubby Bunny! Also wenn ihr wollt, könnt ihr weitermachen. Ihr könnt aber auch wieder aufhören. Sarazza, ich hab dich lieb, sag das mal. Sarazza, ich hab dich lieb. Soll ich zusagen?
Oder lies ein Twitter vor. Aha. Alter Schwede, ey. Nee, das ist ziemlich krass. Also ich denke mal, 11 ist realistisch, ne? Alles andere ist... Ah, du hast, glaube ich, gewonnen. Alter, wie ekelhaft. Musst du das vor der Kamera machen? Ja, wenn schon, denn schon. Wir sollen nicht alleine leiden. Ey, ich hab voll die klebrige Hand jetzt wegen dem ganzen Marsch. Möchte jemand eine Cola? Ich stell die einfach hier hin. Warte, ich brauch mal kurz ein Taschentuch. Ich brauch was zum Durchspülen gerade. Ah, so das war so schön. Dass der Rumpel nicht mitmacht, mein Finger klebt. Ja, jetzt der Rumpel auf einmal wieder. Jetzt der Rumpel auf einmal wieder glücklich, ne? Aber echt. Sobald wir einmal leiden müssen, bist du glücklich, ne? Ja. Sonst seid ihr ja immer glücklich, wenn ich leide.